Hallo, ich habe eure Kritik gehört, dass ich wohl zu leise spreche, also versuche ich es mal etwas lauter. Mit der neuen Kamera ist halt alles anders. Ja, mein Moor schaut wieder gut aus. Ne, ihr wisst ja, ich habe davon berichtet, wie ich hier dieses torffreie Moor gemacht habe. Dann kam die Amsel und hat hier diverse Pflanzen und vor allem das Moos, also das Sphagnum, entfernt. Ja, und dann habe ich jetzt nochmal bei Grüne Monster mir eben nachbestellt. Zum einen eben die einheimischen Sonnentaue. Also hier ist Drosera anglica, dann hier Drosera rotundifolia und da hinten habe ich, na, sieht man das? Ja, da habe ich Drosera intermedia. Außerdem noch eine Schlauchpflanze, die sollte eigentlich weiter vorne stehen, ist aber nicht gekommen. Da habe ich einen Ersatz bekommen, super lieb. Und eben Sphagnum und auf einmal schaut das ganze Moor wieder toll aus. Ja, jetzt hoffe ich, dass das gut anwächst und dass ich dann hier eben künftig ein schönes torffreies Moor mit verschiedenen fleischfressenden Pflanzen habe. Ja, und dann waren leider die Handwerker da oder auch glücklicherweise, denn jetzt haben wir wieder einen Rollladen, aber dort, wo die Leiter hingestellt werden musste, war mein Natternkopf. Der schaut jetzt ziemlich fertig aus. Naja, kann nicht alles haben. Die Hummeln finden trotzdem noch die Blüten, aber einige sind abgeknickt, einige sind abgerissen, einige sind zertrampelt. Und ja, aber hier drüben, hier ist noch alles in Ordnung. Und wie gesagt, das ist immer noch ein Fest für die Hummeln. Hier vorbeikommst, bei der Menge brummt. Ansonsten merkt man halt auch nach wie vor, der Boden hier ist einfach viel zu gut. Ein Natternkopf wird draußen selten 1,5 Meter, der hier erreicht das. Ja. Auch die Malve ist gut besucht, allerdings von Honigbienen. Naja, wir haben ja auch mehrere Imker am Ort. Natürlich auch klar, dass die hierher kommen. Dürfen sie ja auch. So, wollte eigentlich nur dieses kurze Update machen. Macht's gut. Ciao, ciao.